Im Namen des französischen Volkes erklärt das Kriegsgericht der Militärregierung von Paris den hier genannten Dreyfus Alfred des Hochverrats für schuldig. Mit der Bestrafung von Dreyfus zeigen wir der Welt, wie es bei uns Verrätern ergeht. Ab jetzt arbeiten Sie für den militärischen Geheimdienst. Mon Colonel. Wenn wir herausfinden, dass Dreyfus nicht der Verräter ist, sollten wir im Interesse der Armee rasch handeln. Großer Gott, mon Colonel. Wir werden Ihre Befehle befolgen. Ich will auf keinen Fall eine weitere Dreyfus-Affäre. Es ist keine weitere Dreyfus-Affäre, mon General. Es ist dieselbe. Wo ist die Geheimakte über Dreyfus? Von jetzt an kümmere ich mich persönlich darum. Man fängt meine Post an. Ich werde ständig beschattet. Kannst du es auch beweisen? Ich möchte keinen Skandal. Es ist bereits ein Skandal. Du solltest Paris für einige Zeit verlassen. Und du? Ich habe die Ehre, Ihnen Monsieur Émile Zola vorzustellen. Jemand muss die ganze Geschichte offenlegen. Als Offizier darf ich darüber nichts schreiben. Sie nicht. Aber ich schon. Die neue Aufgabe der Aurore. Ich klage General Mercier an, sich an der größten Ungerechtigkeit des Jahrhunderts mitschuldig gemacht zu haben. Ich klage General Bilo an, eindeutige Beweise für Dreyfus Unschuld unterdrückt zu haben. Ich klage die Schreibsachverständigen an, betrügerische Gutachten erstellt zu haben. Verräter! Wenn es mit einer Gesellschaft so weit gekommen ist, Mörder! Wird sie am Ende zerfallen.